Mit dem Autotransfusionsgerät Cellsaver lässt sich im Rahmen einer Operation verlorenes Blut wieder aufbereiten. Dabei entsteht ein hochkonzentriertes Erythrozytenkonzentrat. Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren, Kalium, freies Hämoglobin, Antikoagulations- und Kardioplegie-Lösungen werden nahezu vollständig ausgewaschen. Das so gewonnene Erythrozytenkonzentrat kann mittels Schwerkraft retransfundiert werden oder alternativ über die arterielle Linie einer Herz-Lungen-Maschine. Indiziert ist der Einsatz des Cellsavers bei starken Blutungen aus sauberen Wunden, wenn der Bedarf von mindestens einem Erythrozytenkonzentrat zu erwarten ist, bei allen Operationen am offenen Herzen und großen Gefäßen, bei Gelenktotalendoprothesen, Wirbelsäulenoperationen, Lebertransplantationen sowie bei Ruptur einer extrauterinen Schwangerschaft. Der Cellsaver darf nicht benutzt werden bei der Verwendung gerinnungsaktivierender Materialien im OP-Gebiet, bei Verwendung von anderen Spüllösungen als 0,9%iges Natriumchlorid oder Ringerazetat, zum Beispiel Alkohol, Aqua oder Peroxid. Außerdem bei der Verwendung von Knochenzement. Auch ein bestehendes Pheochromozytom oder eine bekannte Sichelzellanämie stellt eine Kontraindikation dar. Ebenso dürfen die folgenden Substanzen nicht in das Reservoir gelangen: Fruchtwasser, Darminhalt, Fett, Magen- oder Pankreassaft, bakterienkontaminiertes Wundblut oder potenziell tumorhaltiges Blut oder auch bei Metastasen im OP-Gebiet. Die wichtigsten Vorteile des Cellsaver-Verfahrens: Es besteht kein Risiko von Krankheitsübertragungen und Transfusionsreaktionen sind ausgeschlossen. Weniger Verbrauch von Blutbankprodukten und damit geringere Vorhaltekosten, eine schnelle Verfügbarkeit von patienteneigenen Blutzellen. Außerdem wird diese Prozedur von Zeugen Jehovas akzeptiert. Um während eines Eingriffs Wundblut zu sammeln, benötigt man das Reservoir, einen Absaugschlauch, einen 1000 ml Beutel mit 0,9%iger Natriumchloridlösung, der 25.000 Einheiten unfraktioniertes Heparin zugegeben werden. Außerdem einen Saugspülschlauch mit Doppellumen. Dieser ist steril eingepackt und wird hier zur Veranschaulichung ohne Verpackung gezeigt. Ist das Reservoir in die Halterung eingehängt, wird ein normaler Absaugschlauch an dem einzelnen Stutzen am oberen Rand angebracht. Dazu muss vorher das vordere Ende abgeschnitten werden. Das Saugeset wird von der OP-Seite angereicht und an einem der drei Stutzen am oberen Rand angebracht. Die Tropfkammer wird in den Beutel mit der Heparinmischung gesteckt. Wichtig ist hier, dass vorher bereits der Sog aktiv sein muss, da sonst das OP-Gebiet geflutet wird. Die Heparinmischung läuft so lange frei, bis ein Spiegel von ca. 200 ml im Reservoir aufgefangen wurde, damit es nicht zur Gerinnselbildung kommt. Soll vorerst nur Wundblut gesammelt werden, ist dieser Aufbau ausreichend und auf das restliche Schlauchsystem kann aus Kostengründen verzichtet werden. Für die Aufbereitung des gesammelten Wundbluts wird nun das System eingelegt. Zusätzlich wird seitlich ein 5-Liter-Beutel mit Natriumchlorid als Waschlösung angebracht. Das Set beinhaltet die Zentrifugenglocke, einen Beutel für die nicht verwertbaren Bestandteile und einen Beutel für das fertige Erythrozytenkonzentrat. Der Abfallbeutel wird an der Gerätevorderseite angebracht. Die Glocke muss sorgfältig und passgenau in die dafür vorgesehene Halterung einrasten. An der Oberseite ist auf eine korrekte Arretierung per Drehschloss zu achten. Das Schlauchsystem wird, wie hier gezeigt, durch die Rollenpumpe und das Schlauchbett mit Klemmen geführt. Mit den blauen Hebeln wird das Schlauchsystem fixiert. Anschließend können die Abdeckklappen geschlossen werden.
Das rote Schlauchende wird mit der Unterseite des Reservoirs verbunden. Wichtig ist hierbei, dass bei bereits gefüllter Glocke die Klemme an der Unterseite vorher verschlossen wird. Das gelbe Schlauchende wird in die Spüllösung gesteckt. Der zweite Schenkel ist optional und kann hier abgeklemmt werden. Am blauen Schlauchende befindet sich bereits der Beutel für das fertige Konzentrat. Dieser kann nun patientennah aufgehängt werden. An den Anschlüssen an der Unterseite kann ein Transfusionssystem angeschlossen werden. Nach dem Einschalten und einem kurzen Selbsttest kann mit Drücken der Starttaste das automatische Waschprogramm gestartet werden. Hey guys, check out my new camera. Oh wait, this isn't the camera.